Ja, servus Jungs und Mädels. Heute habe ich den Fred wieder angeschmissen. Und da habe ich heute mal einen klassischen Schweinebraten, also einen Schweinebauch gemacht. Und das schaut so aus. Da haben wir jetzt den Schweinebauch, da haben wir dann immer ein wenig was hergekriegt schon zum Probieren. Und was wir da alles braucht haben und wenn wir das gemacht haben, bleibt dabei, schaut es euch an. Viel Spaß dabei. Ja, für unseren Schweinebauch heute, da brauchen wir nicht viel Zutaten. Da haben wir jetzt einmal im Bauch, das ist schön durchwachsen, ist ein wenig Fett mit dran. Und die Schwarten, die würde ich dann wieder einschneiden. Dann brauchen wir ein Wurzelgemäß zum Anbrauen, Tomatenmark mit dazu. Das Öl habe ich jetzt zum Anbrauen vergessen, zum Herdau. Aber da nehmen wir ein normales Sonnenblumenöl. Dann nehmen wir das Fleisch würzen, da habe ich selber ein Gewürz gemacht. Und zwar, die schreibe ich dann unten rein, was da in den Gewürz alles drin ist. Also da ist Salz, Pfeffer, Paprika, Kümmel, Majoran und Knoblauchgranulat dran. Und die Schwarten, die tue ich mit so einem groben Meersalz, das habe ich ein wenig im Mörser da ein wenig gestoßen. Da tue ich dann die Schwarten einrein und ein Brei dazu und mehr und ein Bier zum Anlöschen. Da habe ich jetzt ein Dunkelschnitt heim, dann nehme ich mal ein normales Lacher diesmal. Das war's jetzt und dann sehen wir sie dann, wenn ich die Schwarten einschneide. Also gut, dann werden wir mal jetzt die Schwarten da einschneiden. Probieren wir mal das neue Messer, was ich da gekauft habe von Bernhard, wie das funktioniert. Ja, das schaut gut aus, würde ich sagen. Ich schneide jetzt einmal die Schwarten nicht rautenförmig, sondern ich schneide die gleich so, dass wir da schöne Scheiben einschneiden können dann. Das mache ich jetzt einmal mit ihrer ganzen Schwarten. Und dann tue ich die Schwarten salzen und das Fleisch würzen mit dem Gewürz, was ich gesagt habe. Und dann sehen wir sie wieder beim Würzen. Ich mache jetzt diesmal fertig da. Also die Schwarten habe ich jetzt eingeschnitten. Jetzt nehmen wir mal auf die Schwarten ein bisschen so ein Salz drauf da. Das nehmen wir schon einrein. Und schau, da muss man überall zwischen die Rollen ein wenig Salz einbringen. So, und jetzt drehen wir das Ganze um und dann mit dem Gewürz, was ich da habe, nehmen wir nochmal das Fleisch würzen. Und wenn da was jetzt daneben fällt, das macht nichts, weil das liegt gleich in der Schale dann drin. Und in der Schale da, da mache ich jetzt dann mein Wurzelgemäß, weil ich da habe. Wurzelgemäß ist Zwiebeln, gelbe Raum, Sellerie, Lauch. Und wer macht, kann man ein wenig Knoblauch mit euch da. Ja, das passt jetzt. Dann gehen wir raus am Grill. Dann werden wir das Wurzelgemäß abbrauen und dann das Fleisch rein und dann werden wir das so, schätze mal, so gute 2,5 Stunden werden wir es rumlaufen. Ab und zu wieder nach der Flüssigkeit dann schauen. Und das machen wir jetzt. Jetzt gehen wir raus. Also das Öl ist jetzt soweit heiß. Jetzt kann ich das Wurzelgemäß einmal eintun und abbrauen. Wenn wir das mal kurz anreißen. Also das Wurzelgemüse hat jetzt eine schöne Farbe gekriegt. Jetzt nehmen wir gleich eine Tomatenmark mit hin. Dann werden wir das noch ein wenig anreißen und dann nehmen wir es anlöschen mit Bier.
habe jetzt auch noch zwei Knochen mit eingeschmissen, die ich noch übrig hatte, vom Bauch habe ich essen. Und jetzt haben wir das Bier gleich drauf. Wenn wir ein wenig reduzieren, dann tun wir nochmal eins ein. So, tun wir nochmal ein Tröpfel Bier drauf. Dann lassen wir auch noch mal ein bisschen reduzieren und dann nehmen wir mit Präolation. So, jetzt nehmen wir noch ein wenig Brä drauf und dann nehmen wir das Fleisch ein. So wird er auf so einen Rosttaffel wieder. Das lehmen wir jetzt da drin. Schaue, dass ich wieder so 180 Grad oder was habe. Dann der Flüssigkeit einmal ab und zu wieder schauen. Und wie gesagt, so 2,5 Stunden mal. Mache jetzt in mittleren Brenner mache ich Eis. Weil das ist ja der Keramikbrenner, den ich da habe. Und die anderen zwei, die regle ich einmal ein. Das ist so um die 180 Grad, so links und rechts im Brenner. Also gut, die 2 Stunden sind jetzt umgegangen, 2,5 Ball. Also aufploppt ist jetzt bloß Essen, was eine Krusten hat. In der Mitte fällt nur ein wenig. Mal schauen, vielleicht bringe ich das noch ein bisschen hin und wenn nicht, drehen wir es aber trotzdem an, weil es schaut nämlich ganz gut aus. Also ich will jetzt trotzdem mal eine Scheibe anschneiden. Vielleicht sieht man das ein wenig innen, also der ist schön saftig, passt. Und da werden wir jetzt einmal ein Breckerl an. Da habe ich schon mal so eine Krusten. Dann werden wir das probieren. Ja, wir haben natürlich auch ein Breckerl übrig zum Probieren. Also ich muss sagen, das Gewürz, was ich da gemacht habe, das ist wirklich top. Jetzt probieren wir mal nur ein wenig von der Schwarten ein wenig was. Ich glaube, das hört man. Und wie werden sie das jetzt schmecken können, mache ich Nägel dazu, ein wenig Sauce. Und dann sehen wir sie noch mal. Zum Fazit. Ja, kommen wir noch mal kurz zum Schluss, zum Fazit. Also ich muss sagen, das Gewürz war top. Der Schwarten, gut innen in der Mitte, da hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr Hitze gebraucht. Der ist nicht ganz so musprig geworden. Aber auch so mit, war das wirklich top. Ein super Gericht. Mit auch wenig Zutaten, da habe ich bloß den Bauch, ein bisschen Gewürz, ein bisschen Suppenmais, ein wenig Brühe, fertig. Mehr braucht man nicht. Und wie immer, Daumen nach oben nicht vergessen. Und wenn es Ihnen gefallen hat, könnt ihr einen Kanal abonnieren, die Glocken mit aktivieren dazu. Dann verpasst ihr kein Video nicht. Und das ist natürlich auch kostenlos, das Abo. Ich sage dann bis zum nächsten Mal, habt ihr euer Oberpfalz Barbecue.